herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von heißen Mädels, knappe Sachen, alles andere, was Let's Player nicht machen. Willkommen auf meinem YouTube-Kanal ChristenAngel3000 mit dem Spiel Katagawa Chat Girls. Direkt aus Japan, Folge Nummer 8 sind wir jetzt schon und ich begrüße euch herzlich bei einer weiteren Folge. Was gibt's eigentlich zu erzählen zu diesem Spiel? Es ist ein Racing-Game und von Marvelous und ja... Wir haben in der letzten Folge das eine Team komplett abgeschlossen. Nicht mit dem perfekten Lauf, was Triple S und allen möglichen freischaltbaren Sachen sind. Die mache ich dann einfach mal nebenbei. Das ist nicht so wichtig. Ich will ja euch jetzt nicht dauernd hier zeigen, wie ich die ganzen Rennen immer wiederhole. Wird dann nach einer gewissen Zeit auch langweilig. Deswegen wollte ich einfach mal sagen, hey, in der letzten Folge habe ich dann auch angesprochen, hey, hier Turnier oder neue Story. Und ich habe mich einfach mal entschieden, ich möchte gerne eher die Story weiterspielen. Bevor wir aber das machen... möchte ich einfach mal die nochmal neu einkleiden, was ich momentan auch zur Verfügung habe, sozusagen. Und ja, würde ich sagen, einfach mal durchstarten. Ne? Also würde ich sagen, erstmal einkleiden und in der Zwischenzeit würde ich mich einfach freuen, wenn ihr liken, kommentieren, abonnieren tut, denn euer Feedback ist wichtig, denn Support ist kein Mod. Ich krieg's immer noch nicht auf die Reihe. So, ich würde sagen, dann dürfen wir hier anfangen. Wo ist sie denn? Da. Das ist die erste und das ist die zweite. Die beiden sind wir jetzt, mit dem spielen wir natürlich. Aber bevor wir hier mit denen spielen, machen wir die Klamotten mal anschauen. Ob wir irgendwas haben. Wieso ist das hier so komisch? Seht ihr das? Das ist sehr komisch gemacht. Okay. Ja, die Frage ist, macht das jetzt überhaupt Sinn, Klamotten zu nehmen, die... ja. Dazugehören, weil so viele Klamotten habe ich gar nicht. Ich sollte mir erst wahrscheinlich erstmal welche kaufen. So, weil die Spezialklamotten sind ja im Endeffekt die. Die gibt es ja auch in verschiedenen Farben. Die kosten aber alle 25.000. Boah, das ist schon heavy. Das haben wir eigentlich schon gekauft. Wir könnten das in Blau nehmen. Wir könnten das hier noch nehmen. Boah, das könnten wir auch, aber irgendwie, nee. Ich würde sagen, dann lassen wir das mit dem Einkleiden erstmal, sollen die erstmal ihre Standardklamotten haben, weil sonst macht das jetzt erstmal gar keinen Sinn. Wartet mal, ich guck mal ganz kurz. Ich glaube, mit denen geht es jetzt gleich weiter. Kann ich da auch schon irgendwas reinmachen, was Lenkung betrifft, die ich schon freigeschalten habe, oder muss ich da extra kaufen? Nee, kann ich überall verwenden. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Aber die haben nur 10. Ah, okay. Jetzt verstehe ich das rechts oben da. Was jedes Mal nach einem Rennen gibt es immer 10 Punkte. Also Dings von 10 auf 20, 10 auf 30 und so weiter. Das ist im Endeffekt, was wir freischalten für das Fahrzeug, um mehr, um mehr zu bekommen sozusagen. Ne? Also um mehr freizuschalten, um mehr die ganzen Sachen einzufügen. Ob das Sinn macht, werden wir gleich herausfinden. Wir werden einfach mal jetzt mal durchstarten und mit der nächsten Kategorie, mit dem nächsten Team hier mal weiterspielen und mal schauen, was hier uns erwartet. So, natürlich machen wir von oben nach unten und hier haben wir Clear in der Fact und würde sagen, als nächstes machen wir mit den beiden und würde sagen, let's go. Ne? Keine Zeit, keine Zeit. So. Die werden auf jeden Fall auch noch bessere Klamotten bekommen. Das, jetzt weiß ich, jetzt fällt es mir ein. Nudelholz. So. So heißt das Ding, was sie da hinten anhat. Also angebracht hat. Die werden wir auch noch auf jeden Fall mal umgestalten. Ich hoffe, dass wir bald irgendwann mal bessere Klamotten kriegen. Die auch ein bisschen, ja. Weniger sind. Ups, war die falsche Taste. Wieso ist sie so weit drüben? Ist das irgendwie ein Fehler im Spiel? Ich verstehe es nicht. Ich hoffe es mal nicht. Da wäre es traurig. Ja, jetzt werden wir dieses Team zum Ruhm führen, zum... ja, auf dem ersten Platz oder erste Treppchen sozusagen und... bin mal gespannt, wie sich das Fahrzeug fährt, Handling etc. und ja, wie
ja, wie es allgemein ist. Und ja, würde ich sagen, let's go gegen die, die wir gerade gespielt haben, also in der letzten Folge. Let's go, würde ich sagen. Ja, auf geht's. Und ich bin mal gespannt, wann wir neue Sachen, neue Kostüme etc. und so weiter sofort freischalten, weil ja, in den letzten Folgen haben wir leider nicht mehr so viel freigeschaltet, was ich so schade finde für 300 Sachen. Wir haben ja nachgeguckt, wir haben irgendwie für 320 Klamotten oder sowas, die es freischaltbar sind. Und ja, bin ich mal gespannt, ob wir das überhaupt dann schaffen. Ja. Die Strecke kennen wir natürlich, das ist jetzt nichts für uns, nichts Neues. Aber die haben auf jeden Fall hier andere Moves drauf, wenn wir die Sprünge machen. Hikeschuhe, let's go. So. Ich bin mal gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Okay, die haben auch die gleichen Moves anscheinend. Ausgeschaltet. Nice. Okay, dann würde ich sagen, weiter geht's. Immer die gleiche Pistole wie alle anderen. Rückwärtsseite hier. Punkte. Gehen wir hier durch, weil wir hier auf jeden Fall noch Punkte kriegen und einen Boost. Ja. Bis jetzt läuft es doch gut. Wir haben einen guten Vorsprung erreicht. Bin mal gespannt, wie es sich in den nächsten Rennen auswirken wird bei diesem Fahrzeug. Es scheint ein bisschen langsamer zu sein, habe ich irgendwie das Gefühl. Und ja, mal gucken, ob wir da überhaupt Geld investieren müssen, um weiterfahren zu können. So. Ja, wir machen da lang. Ah, war knapp. SPS? Boah, hier die Lenkung ist hier schon wieder. Phew. Aber das kriegen wir doch irgendwie schon auf die Reihe. Aber wo ist eigentlich die Lenkung abgegradet? So ist wenig. Verwirrt. Das verwirrt mich. Ich mache hier mal ein bisschen Gas. Wow. Ja, also wir haben eigentlich einen guten, sehr guten Vorsprung erreicht jetzt hier. Sollte eigentlich jetzt kein Problem mehr sein. Wie das die Konkurrenz uns irgendwie ja, fertig machen will. Ich glaube, die müssen das Spiel noch mal ein bisschen patchen, was hier Gegner angeht. Die sind noch ein bisschen für mich, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, zu schwach irgendwie, aber was soll ich dazu sagen? So. Und Level 1. Level 1. Shit. Erster Platz natürlich. Und alle 3 Sterne sogar. Wow. Und was Neues freigeschaltet. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Ich erkenne es nicht. Aber cool. Nice. Und gleich das erste Rennen gleich mit 3 Sterne abgeschlossen. Freut mich. Auf jeden Fall coole Sache. Auf jeden Fall schon mal was Neues freigeschaltet.
Ich hoffe nicht, dass wir die ganzen Rennen alle auf Gold machen müssen, also auf komplett, dass wir die ganzen Klamotten kriegen. Das wäre ein bisschen heftig, finde ich. Oh mein Gott. So. Ich hab euch besiegt. Und somit müsstet ihr eigentlich normalerweise aus dem Rennen sein. Aber normalerweise ist ja das nicht der Fall. Auf jeden Fall, ihr kriegt auf jeden Fall noch irgendwann mal bessere Klamotten, was Sportkleidung angeht, außer die Freizeitkleidung. Da müssen wir auch noch gucken, wie wir das ein bisschen ändern. Das ist mir alles zu verschreiben. So, wir haben hier auch wieder Sachen freigeschaltet. Musik, Bild, nice. Aber das werden wir uns natürlich am Ende anschauen. Wie gesagt, ich mache erstmal wieder 3 Rennen. Und nach den 3 Rennen checken wir auf jeden Fall mal das. Falsche Taste. Das Ende halt was wir freigeschalten haben für klamottentechnisch. Und somit können wir dann in der nächsten Folge dann mit heißeren Outfits dann auf jeden Fall durchstarten. Und ja, jetzt schauen wir erstmal. Die beiden schon wieder, die mit ihrem. Wie soll ich sagen? Schwertsyndrom. Phantomschwertsyndrom. Sag ich mal so. Weil jedes Mal, wenn sie kommt, tut sie immer die Schwertausführung zuschlagen machen, aber da ist ja nichts. Die hat ja gar nichts in der Hand. Oder muss ich sie erst ausrüsten, dass sie das wirklich auch in die Hand nimmt? Wäre traurig, aber naja, jetzt schauen wir mal. So, let's go. Next round vor der Jetski. Und mal gucken, was da uns jetzt erwartet. Bin echt gespannt. Kein Freeze, bitte, kein Freeze. Wenn du jetzt freezen tust, kriegst du Ärger. Nee, macht er nicht, okay. Aber hat Probleme beim Laden anscheinend. So. Kennen wir diese Strecke schon? Scheint nicht der Fall zu sein, oder Leute? Haben wir die Strecke schon mal gesehen? Scheint mir irgendwie ein bisschen unbekannt zu sein. Aber das kriegen wir schon hin. Gegen die California Coast. So, 3, 2, 1. Und durchstarten. So. Dahin ballern. Was sind die anderen denn da? Kenne ich gar nicht. Die da vorne kenne ich, ja. Okay, ich gebe mal vorne hin, bitte weiter vor. Okay. Also die Strecke kennen wir auf jeden Fall nicht. Ist für uns Neuland. So, diesen Vogel haben wir auch mit. Hier gibt es einige Punkte irgendwie abzugreifen. Viel zu ballern. Oh, große Kurve. Okay. Okay, auf jeden Fall, die große Kurve hatten wir bis jetzt noch nie. Aber diesen Bereich kennen wir hier natürlich. So, eine neue Waffe haben wir natürlich auch. Das Driften macht hier noch keinen Sinn irgendwie. Das ist echt schwieriges. Man muss sich von vorher, glaube ich, einlenken. Okay.
Bin auch mal gespannt, ob man neue Waffen freischalten kann irgendwann mal, weil die normale Pistole hier macht irgendwie nach einer Wissen keinen Sinn mehr. Eine Minigun oder ein Raketenwerfer gleich am Start. Aber das wäre ja für die Bälle hier dann auch ein bisschen heavy. So, wir boosten mal hier mal durch. Scheint eine lange Strecke zu sein, aber wir sind schon bei Runde 2, wenn ich grad. Ups. Ja. So, jetzt kommt die ganz große Kurve wieder. Die beiden nehmen wir mit. Diesen Vogel nehmen wir auch mit. Schöne Wassereffekte, definitiv. Aber man sieht nichts mehr. So, nach links. Ja, aber noch gut abgeschlossen eigentlich. Kurve. Bin zufrieden. Wollen wir noch ein Looping hier, rückwärts, Saito. Ja, Looping, was laber ich da eigentlich? Ja, ein bisschen abbremsen, die Kurve auch besser kriegen. Das ist gemein. So, boosten. So, ja, und mal ein paar Punkte rausgeholt. Weißt du, es ist nichts, einfach nichts bringt hier. Weil keine Sau da ist. Ich bin einfach zu schnell. Wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Aber egal. Und erster Platz. Da, 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 da. Ja, die Strecke war... Oh. Interessant, aber ja, ganz am Ende, das habe ich jetzt nicht so verstanden. Guck hier, von 10 auf 20 wurde erhöht, weil wir diesem Fahrzeug gefahren sind. 1, 2, oh, schade. Aber 100 km/h pro Stunde haben wir auf jeden Fall erreicht. Ist ja gar nicht mal so schlecht. Und A kann sich sehen lassen, S ist halt besser und Triple S ist halt noch besser. Aber das ist auch erstmal hier egal, weil wir wollen erstens Spaß haben und zweitens neue Klamotten freischalten. Und ich bin echt gespannt, ey. Nach den drei Rennen, ob wir irgendwas freigeschaltet haben. Und ja. Bin mal gespannt. So. Die ist schon wieder am Futter. Ey. Das ging aber schnell. Und sie haben sich umgezogen und das haben wir da natürlich nicht gesehen. Warum auch immer. Schade, aber naja, kann man nichts machen. So. Okay, ich würde sagen, auf zum letzten Bereich. Also den letzten Rennen für diese Folge. Und danach werden wir dann auf jeden Fall mal schauen. Warum ist die eigentlich immer am Essen? Macht mir Sorgen. Ist ja schlimm mit der. Irgendwann kommen wir gar nicht mehr vorwärts, weil wir untersinken. Weil wir sinken mit dem Ding. Aber naja. So, die beiden wieder. Die haben auch immer Probleme.
Gut, okay, dann würde ich sagen, starten wir durch. Einfach drei Runden, okay. Ich hoffe, das ist keine große Strecke, sondern eine kleine. Und dann werden wir mal sehen, was wir uns jetzt hier, ja, auf die Konkurrenz uns mal heute mal ein bisschen, oder in diesem Rennen jetzt mal ein bisschen, ja, beanspruchen tut. Oder wie die letztes Mal einfach wir jedes Mal davon ziehen, denn das wäre dann schon ein bisschen blöd. Naja. Okay, ich habe keine Ahnung, ob wir die Strecke jetzt schon kennen. Scheint aber doch anscheinend bekannt zu sein. Oder auch nicht. So, wir überspringen das einfach mal. CS Production Sure. Okay. Auf zum letzten Rennen dieser Folge. Gas geben. So, ballern bis zum Geht nicht mehr. Wow, krass. Okay, einen haben wir ausgeschalten. Oha, okay, was ist das für eine Waffe? Was ist das für eine Waffe? Die ausschalten. Das nehmen wir hier mit. Ah, an allen vorbei, verdammt. Gib einfach mal Gas. Sieht aus wie eine Elektrowaffe irgendwie, aber kein Plan. Das war knapp. Ich hoffe, es sind keine zwei gewesen. Ja. Wir geben hier mal Gas. Natürlich mit erstmal. Und hier rein. Hui. Ich merke schon wieder, wir sind wieder viel zu schnell unterwegs. Ich sollte wahrscheinlich die Plattform vielleicht mal einfach mal auslassen. Genommen, sicherheitshalber. Wer weiß. Komm schon. Ich bin gespannt. So. Wen ich fast treffe. Ob ich überhaupt was treffe. Die Kurve ist echt schlimm. Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt nicht gesehen, ob es da noch was gibt. Die haben wir schon so oft abgeschossen. Das wirklich Sinn macht, jedes Mal immer abzuschießen, die Dinger. Ich habe keine Ahnung. Wenn ihr das wisst, könnt ihr gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Ihr davon haltet für den komischen Figuren, die da rumstehen, die man abschießen kann oder muss. Ich hab keine Ahnung. Ey, oh Mensch. So, jetzt müssen wir gleich mal gucken. Profil größer nehmen. Da sind zwei, ja. War klar.
Das war so klar. Klar ist klar. Klar ignoriert. Klarkas, drauf drauf. So. Haben wir hier auch den ersten Platz herausgeholt. Nicht alle Figuren abgeschossen anscheinend, aber naja, im Endeffekt haben wir schon eigentlich, aber naja, nicht in einer Runde. So, da würde ich sagen, ein Stern. Auf jeden Fall drin. Ah, und weiter geht's. Und somit würde ich dann einfach sagen, jetzt gehen wir mal in den Shop, schauen, was es für schöne Klamotten gibt, falls wir welche freigeschalten haben, in Anführungszeichen, was ich auch hoffe. Und dann gucken wir mal einfach mal, wie es dann weitergeht. Wenn ihr irgendwas Gewisses sehen wollt, dann würde ich dann einfach auch mal sagen, hey, schreibt doch einfach mal in die Kommentare. Dann kann ich ja mal gucken, was man da Schönes machen kann. Und wenn ihr irgendwelche Tipps und Tricks habt, könnt ihr auch gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich bin für jede Hilfe offen und ja, jetzt schauen wir einfach mal, wenn ihr was schreiben solltet, wo ich dann die ganzen Informationen hinstecken kann. In der nächsten Folge. In den nächsten Folgen sozusagen. Mal gucken. Aber wie gesagt, das hängt dann von euch auch drauf ab, wie ihr dann kommentiert. So. Okay, dann würde ich sagen, dann gehen wir hier zurück. Seht ihr oben, das ist ja noch eine Gruppe. Anscheinend haben wir noch nicht alle Gruppen freigeschaltet. So, und jetzt bin ich echt gespannt. So. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben nichts freigeschaltet. Was hier betrifft, glaube ich, haben wir nichts, weil das haben wir ja im Endeffekt. Das sind ja die ganzen Standardklamotten. Ich verstehe es nicht, ich raff's nicht. Ich raff es einfach nicht, Leute. Ich raff es nicht, wie, warum wir hier keine neuen Sachen freischalten können. Warte mal, ich will mal was ausprobieren, Leute. Ich will mal was ausprobieren. 31. So, jetzt gehen wir einfach mal auf dieses Outfit. Kostet 25. Wir kaufen... Warte mal, wir machen das anders. Wir gehen hier hin. Dann kaufen wir hier von was ab. Und ich sagen, kaufen wir hier das Weiß. Gelb. Und so. Okay, irgendwas habe ich jetzt bekommen. Keine Ahnung. Hm. Okay, wir haben eine neue Trophäe verdient. Ist ja schon mal was. Aber das war's dann halt auch wieder, Leute. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir alles nur doppelt kaufen können. So, dann gehen wir einfach mal hier hin. So. Nicht, dass wir... Was ich jetzt einfach gerade denke, dass diese 320 einfach schon alles da ist, aber nur in fünf verschiedenen Variationen und dass es sich dann auffüllen tut. Das wäre dann schon ein bisschen heavy, würde ich sagen, wenn das wirklich so wäre. Das wäre dann auf einer Seite dann auch wieder ein bisschen traurig. Close. Achso. Ah, okay. Ah, close. Okay. Dann kann man dann auch das verändern, wenn wir das alles gekauft haben. Im Endeffekt. Hm. Gut. Okay, dann würde ich sagen, dann tue ich mich mal ein bisschen informieren, ja genau, was die 320 dann zu bedeuten hat. Ich meine, Outfits etc. kriegt man hier auch keine mehr anscheinend. Ich hoffe, dass man wenigstens welche kriegt. Das wird sich auf jeden Fall in den nächsten Folgen dann herausstellen, wenn wir das mal ein bisschen weiterspielen. Und ich habe hier gerade schon mitgesehen, einen Blick, dass wir anscheinend doch nicht alle Charaktere gesehen haben. Wie ganz oben zum Beispiel die Technical High School da ganz oben. Die habe ich noch gar nicht gesehen.
Und da würde ich einfach mal schauen, was wahrscheinlich am Ende erst. Vielleicht, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge dann irgendwann mal rausfinden, wenn wir weiter mal spielen. Und würde ich sagen, somit war es das hier erstmal mit Katagama Chat Girls. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und wie gesagt, liken, kommentieren, abonnieren. Euer Feedback ist wichtig, denn Support ist kein Mod und wir sehen uns und hören uns wahrscheinlich dann auch in der nächsten, also sehen uns weniger, hören uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, wenn es dann wieder geht, bei der Nummer 9. Und ich würde mich auch echt freuen, wenn ihr wieder auch alle am Start seid und dabei seid. Haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Christian Angel 3000 mit Katagawa Chat Girls von Marvelous direkt aus Japan. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Wiederschauen und reingehauen. Ciao.